Atmen, ausatmen. Hallo YouTube, hallo Chat, hallo Grabwächter. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot Moimon Motten Nutzlocke Editionschaos. Und wir sind beim siebten Orden, kurz vorm siebten Orden, um es genau zu sagen. Nämlich bei Pyro, dem alten Feuerschmeißer. Und wir werden diese Arena rocken. Und danach ist der Weg nicht mehr weit zur Pokémon-Liga. Das ist zumindest mein Plan. Ob wir es wirklich schaffen oder nicht, das wissen natürlich nur die Götter. Aber ein Gott, der weiß. Der ist in der letzten Folge gefallen, nämlich Abusel hat es dahin gerissen. Leider. Ich wollte mal gucken, wie stark die hier so sind. I was a thief, but I went straight as a trainer. Okay, okay, du warst mal ein Dieb und jetzt bist du voll okay, weil du jetzt ein Trainer bist. Ein Grolite. Auf geht's. Ich bin gespannt, ob wir noch 36. Okay. Wasserpuls! Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob wir vom Level her hier ganz gut durchkommen. Aber ich weiß, dass die Pokémon-Liga ungefähr bei Level 50 ist. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Bei Level 50 ist, also werden wir hier ganz gut durchkommen. Ledu! Zurück auf Sayo! Auch wollte ich den Stärke-Debuff weg haben. Ja! Er hatte keinen Bock auf seine Entwicklung zu warten. Du sagst es 19. So sehe ich das allerdings auch. So sehe ich das auch. Der ist nicht gestorben. Der hatte keine Lust mehr auf dieses Dasein in dieser schnöden Welt. Verstehe ich auch. Ninetales, also ein Volona. Letu! Wir brauchen Erfahrungspunkte. Gecko! Vielen Dank für dein Follow! Willkommen in der Reihe der Grabwächter! Schön, dich zu sehen. Nein, ich will mit Letu nicht kämpfen. Moment! Ich will mit Sayo kämpfen. Quick-Attack! Wasserpuls! Außerdem, dass du diesen Knopf gefunden hast, finde ich. Volona ist verwirrt! Volona verwirrt mich auch. Okay. 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 Quick Attack! Sayo ist verwirrt! Sayo benutzt. Ups, okay. Sehr gut. Leto erreicht Level 15. Perfekto Mono. Was hat der denn eigentlich so? Relativ gute Spezialattack, relativ gute Defense, relativ. Sonst hat er nichts. Naja, gut. Naja, gut. Kann's nicht alles haben. Ach ja, wir können entweder fragen oder kämpfen. Da war ja was. Huppili. Huppili! Außerdem haben wir jetzt keinen Schutz mehr. Schade, ich dachte, wir können uns nur vor wilden Trainern schützen. Da. Do you know how hot Fire Pokémon Breath can get? Ich weiß nicht, wie hot der. Also mein Atem ist ziemlich hot. Und ich habe heute Chili gegessen, ist kein Witz. Und ich habe es böse übertrieben mit dem Chili. Und ich meine, böse übertrieben. Ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Ich habe meinen Controller fallen lassen. Moment. Ugh. Das ist der Moment, in dem du out of mana bist und der Boss in dem Moment die Heilung droppt. Ja, 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 so ist es. So ist es. So ist es. Ja, der Stream-Boss ist ganz schnell am Nagen. I see. I see. Letztes Mal wurde ja auch schon eine Heilpotion geschmissen. Von Azu. Leto Level 16. Wir sollten eigentlich uns mehr auf Sayo konzentrieren, die einfach alleine durchlevelt. Ich glaube zwar nicht, dass der Boss jetzt stärker werden wird als Level 45, was Sayo eigentlich wegtanken sollte. Sayo ist verwirrt. Sayo benutzt Wasserpuls. Boom.
Wiedersehen! Es ist super effektiv. Ja, aber das war nicht doch. Das Merkwürdige ist, wir kriegen ja auch so wenig Leben. Wir setzen mal Pikachu ein. Als Käfer und Flugtyp sicherlich kein Problem einzusetzen. Kein Ding. Wasserpuls! Quick Attack! Verdammt. Warte mal, wurde ich schon wieder verwirrt eigentlich? Das hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein! Sayo! Komm schon! Sayo, benutzt Wasserpuls. Das war... Oh mein Gott, nein, Tails lebt noch. Again. Wie ich fang Feuer. Quick Attack! Gilfi, dankeschön für deinen Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Man hört das Sound drauf, das gar nicht. Eigentlich schon. Weil er macht ja den Game Sound aus, während ich auf dem Soundboard rumdrücke. Das ist zumindest der Plan. Ja, bye Boss Chaos. haben wir einen neuen Stream Boss? Gilfies ist unser Stream Boss. Perfekt. Der Twitch-Alert ist nicht, Boinani! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Mein Gott, die Stream-Bosse droppen heute fett den Beat. Und Lebenspunkte. Beides okay. Wenn ihr mich fragt. Ich will die Quizzes nicht machen. Pokémon-Quizzes interessieren mich nicht. I want to ride my bicycle. Außerdem will ich... I've studied Pokémon thoughtfully. You can't win. Was er auch immer gesagt hat. Er hat sie gründlichst studiert, hat er gesagt. Das hab ich verstanden, aber wie ich das ausspreche. I don't fucking know. Ponita! Lerne Sayo kennen! Oh! Feuerwirbel. Es ist nicht sehr effektiv, aber ich bin in einem Wirbel gefangen. Nein! Ja, da fehlt völlig die Intelligenz, das ist eben. Außerdem geben die Quizboxen keine Erfahrung. Wenn die jetzt Erfahrung geben würden für alle unsere Pokémon, dann würde ich sagen, na okay, kannst du mal machen. Aber nicht so. Charmander, Sayo, bleib am Ball. Du bist fast Level 42. Wir können jedes Level gebrauchen, auch wenn Glumanda wahrscheinlich nicht... Der Name vom Screenboss ist Gilfi. 777. Und es entstanden durch den Follow. Aber wir bleiben mit Sayo dran. Level 22 wird nicht verkehrt sein. Auch wenn jetzt andere Pokémon ein bisschen... andere Moemon ein bisschen reduzieren müssen daher. Aber das ist nicht so schlimm. Ja. Okay, das nächste Level kriegen wir auf jeden Fall. Also würde ich sagen, wir packen nochmal Letu aus. Ich finde, man kriegt hier sehr wenig Erfahrungspunkte. Oder geht das nur mir so, dass ich das denke? Aber 400 Erfahrungspunkte pro Pokémon ist nichts wert. Ist nichts wert. Ich meine, wenn ich da zurückgehe in dieses komische Haus und mich da von irgendwelchen Ratzfratz erledigen lasse und kriege ich da pro Ratikal 1000 Erfahrungspunkte. Das ist ein Witz. Ich kriege hier halb so viel für die Trainer-Pokémon. Das ist nicht okay. Sayo erreicht Level 42. 22 wäre auch schön. Die Spezial-Dev gefällt mir auch immer mehr. Sayo will Haze lernen. Was ist Haze? Eine Eisattacke.
Ah, du willst es nicht lernen. Das ist, glaube ich, Weißnebel. Alle Statuseffekte bei allen Pokémon im Kampf, die sich gerade im Kampf befinden, werden auf Null gesetzt. Am Arsch will ich das. Wer will denn sowas? Für entwickelt gibt es mehr Erfahrung. Ja, gut, da kann ich ja nichts. Kann ich nicht machen, ist ja weg, halt. Was soll ich tun? I like using Fire-Type Pokémon. I just do. Ja, okay. Das ist okay, wenn du Feuer-Pokémon magst. Einfach Feuer-Pokémon. Du hast ein Level 41 Ponita. Okay. Takedown! Ponita hat auch Schaden gekriegt. Ja, Schaden hat's aber schon gemacht. Obwohl, Sario ist unser HP-heftigstes Pokémon. Ich habe hier nicht... ich habe hier keine Angst. Ich habe hier keine Angst, dass irgendwas passieren wird. Klack auf. Der nächste. Oh, wir müssten bald durch sein. Ich glaube, ich gebe Marmelati auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte. I don't know. 1000 brauchst du noch. 4100. Annabelle könnten wir aber auch leveln. Oh mein Gott. Annabelle Level 44 zu haben ist nicht verkehrt. Wieder so ein Nerd. Rapid Dash! Oh! Ein Galopper! Sieht auch okay aus! Pyro hat ein echtes Problem. Ja, vor allem die Insel ist so klein und alles auf dieser Insel. Aua. Und alles auf dieser Insel sind irgendwelche Verbrecher. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Außerdem müssen wir aufpassen, wir fressen doch ein bisschen mehr Damage, als mir lieb ist. Auch wenn wir es gut gelöst haben, aber. Okay. Galoppa gibt 1600 Erfahrung knapp. SRMZ89. Dankeschön für den Follow. Kommen in der Reihe der Grabwächter. Übrigens. Justin, falls das noch niemand weiß, wie das hier heißt. So, ich gehe zurück. Wir müssen heilen. Annabelle ist Level 44, das ist sehr gut. Pyro ist in Wahrheit ein Pirat. Von mir aus. Er kann sein, was er will, solange er einen Orden in der Tasche hat, den ich den haben darf. Ich überwinde jedes Hindernis und wenn es dir hinter deiner Mama ist, auf geht's! Weg mit dem Pyro! Was mit dem? Kein Gegner für uns, hoffe ich zumindest. Ich weiß, da wird meine Stimme wieder leiser. Maulati. Maulati! Das ist deine Chance! Ich gehe zur Arena. Wir haben genug Zeit. Rennen ist uncool, wenn man cool ist. Wollen wir wetten, wie viele draufgehen? Gar keine. Niemand geht drauf. Wir können uns nicht leisten, dass jemand draufgeht. Wenn jemand draufgeht, habe ich die Vermutung, dass wir hier Probleme bekommen. Dass wir hier richtig Probleme bekommen. Außerdem ist er natürlich Level 50 Pokémon, dann das wäre ein Plot-Twist. Haha, ich habe wieder diese Lappen in meine Arena gestellt, um dich in Sicherheit zu wiegen. Meine wahre Stärke ist Level over 9000! Okay. Wiedersehen, Vulpix! Bubu, bye bye! Das ist aber auch null Erfahrung drin, ne? Das ist gar nichts an Erfahrung drin. 600 Erfahrung pro Moppel. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist nicht ausreichend. Ich mag das nicht. Ich will, dass es aufhört. Auf geht's. Moment. Moment, Mann. Erstmal weiß ich gar nicht, ob es hier funktioniert.
Zweitens, nein, wir machen keine Inkognito. Ich glaube, das ist ein bisschen gegen die Nutzlocke-Regel. Minimal. Na, Tür auf! Also, es verstößt nicht gegen die Regeln. Ja, aber dann kann ich doch einfach alle Level 100 machen. Da kann ich einfach alle auf Erfahrungspunkte Level 100 auf Level 100 machen, hab ich gewonnen. Dann wäre jetzt theoretisch die Challenge vorbei. Es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Die Erfahrung ist in einem anderen Pokémon, das stimmt, ja. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Der Verdopplungstrick müsste doch... Ah ne, der Verdopplungstrick funktioniert ja nicht mehr, stimmt. Das hast recht, das ist nicht die alte Edition. Hier wurde das gefixt. Er zeigt dir nur einmal, wie man Pokémon fängt und dann hat sich das erledigt. Ja. Richtig. Aber ist mir auch gerade eingefallen, das stimmt. Aber es gibt hier sonst noch Sonderbonbonquellen? Sonderbonbonquellen? Ich habe keine gefunden, glaube ich, oder? Oder habe ich in der Villa Poke... ich will nicht brennen. Habe ich in der Villa irgendeinen Sonderbonbon gefunden? Ich glaube nicht. Es ist super effektiv, sicher ist es das. Natürlich ist es das! Maulati Level 31, perfekt. 86 Attack ist eigentlich auch relativ viel für Level 31. So, einmal ein Burn Heal. Ich habe alles dabei, guck dir das an. Zack. Mal im Rausrennen, und mal im Heilen und dann Pyro ins Gesicht. Spucken? Weil, das macht man mit Wasser. Oh Gott, die heiße Phase beginnt. Es könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt die Challenge einfach dass wir uns jetzt einfach selber ins Bein schießen, weil wieder einmal diese Arena viel heftiger ist als das, was ich denke. Und wir haben kaum ein Pokémon, was uns sonst retten könnte, außer Sayo. Ich bin schon auf dem Weg bis Koffer, Dilot. Ja. Mach ich. Weil ich glaube, in unserem Team ist nichts da, was uns retten kann. Nichts. Annabelle darf nicht kämpfen, Pipsifli darf nicht kämpfen, Killerhase darf nicht kämpfen, Maulasi darf auch nicht kämpfen. Ich guck nochmal, ob ich was anderes finde in der Bank, was vielleicht mal einen Schlag aushält oder zwei, aber. I don't fucking know. Move Pokémon! Ich hab immer noch Arktos! Und Level 27 Anton. Und wir haben immer noch Desu. Ich könnte Desu mitnehmen. Asuna ist zu schwach. Außerdem bräuchten wir Asuna für ja, aber es hat auch Feuer. Es hat auch Gifttyp. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und der Gifttyp könnte dafür sorgen, dass wir da minimal auf die Fräse kriegen. Oder negiert sich das? Ich glaube, Killerhase ist nur Level 40 jetzt, ne? Ja, 40. Wir packen Maulati nicht nach vorne. Ja, dann fangen wir doch einfach mit Killerhase an und wechseln auf Sayo, wenn es schlimmer wird. Das ist doch so, das ist besser. Das kann... Joa! Joao Leves. Oh mein Gott, ich bin so Eigennamen. Ich sag das ganz leise, da hat es keiner gehört. Danke, dass du dich der Reihe der Grabwächter anschließt. Ich hoffe, das wird anders ausgesprochen. Ich bin wieder mega blamiert. Gibt halt immer noch keine Schwäche gegen Feuer. Okay. Alter! Ah! I am Plain! Red Hot Leader of Simba's Gym! My fiery Pokémon are all rough and ready with intense heat! Ha! Ich hoffe, du hast Feuereiler! Ja, hab ich.
Leader Blaine, auch Pyro genannt, setzt ein Level 42 Growlithe ein. Fuck, wir sind tot. Außerdem, womit bin ich sehr effektiv? Ich hab nichts. Ich hab keine Erdattacken. Aber wir kämpfen trotzdem mal. Hornattacke! Fireblast! Hälfte Leben weg! Läuft bei uns! Annabelle, go! Fuck you! Annabelle, Psychokinese! Scheiß auf deinen Hund! Wow. Es kommt direkt Akani. Ohne Auswahl, direkt Akani in die Fresse. Zayo, du musst das regeln. Komm schon! Level 47! What the fuck is going on? Wir sind so im Arsch! Verwirr es! Oh, Hälfte Leben weg, nice. Take down! Oh. Oh, geht! Töte es! Wasserpuls! Ich weiß, ich bin laut, aber es macht nichts. Ich bin Hype! Sehr gut! Bonita? Bonita! Oh, fuck you, Bonita! Fuck you, Bonita! Was ist los mit dir, Bonita? Brenne im Feuer der Rechtschaffenheit! Was merkwürdig ist, weil du bist Feuer-Pokémon, aber... Ah, hier ist die Erfahrung versteckt. So, Level 43. Wir bleiben mit Zayo. Was ist das? Ist es hochgesprungen? Annabelle! Mach du das! Ich weiß nicht, was passiert. Was war das? Annabelle, Psychokinese! Der trifft nix! Alles klar. Nicht alles klar, er heilt sich. Fuck! Okay, wir hauen eine Psychokinese rein und wechseln. Spezialverteidigung ist gesunken. Perfekt. Zayo, du bist dran. Ha! Zayo! Au. Okay, wir können nicht mehr wechseln. Macht aber nichts. Wir wollen sowieso nirgendwo hin. Wasserpuls! Auf das geschwächte Pony! Töte es! Yeah, baby! Wer wollte wetten, dass ich irgendwas verliere? Ah. Und wir haben super geil Feuerblast gelernt. Beste Attacke! Beste Attacke! Beste! Beste Attacke! Beste! Beste Feuerattacke! Beste! Beste Attacke aus Feuer und Eis! Ja, Mann! 7 Orden bei einer Nutzlocke! Von alten Siegeszahlen fand ich besser, wirklich? Man gewöhnt sich so daran, ey. Nein! Geh weg! Hm, ist das nicht Pokstra? Was ist Bill? Oh, ich dachte, das wäre Marco. Mein Herz hat gerade aufgehört zu schlagen für einen kurzen Moment. Ich bin hier, wenn ich scheiße im Glücksspiel bin. Look, it's me, Bill! How long, no, long time no see? I hope you're still using my PC-Programm. Nein, mach nicht. Es ist eine kleine Insel, die man das Insel 1 nennt. Okay. Möchtest du mitkommen? Oh, fuck it. Privatjacht, let's go! Let's go! Oh mein Gott!
Darf ich ein Pokémon fangen? I fucking hope so. Okay, ich möchte niemanden bekämpfen. Ich möchte nur cool sein. Hackerman! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Hey, wer? Cecilio. Bill! Dass der hier rausgekommen ist. Well, ja, bla bla. Darf ich hier Pokémon fangen? Auf jeder Insel 1? Oder wie ist das? Chat! Cool. Wir kriegen einen Meteoroiden. Okay. Außerdem kriege ich einen Pass, damit ich mit dem Boot fahren darf. Mhm. Außerdem kriege ich eine extra Karte für meine Karte. Außerdem Pokémon Center. Ja, Pokémon Center. Please, gib mir Pokémons. Nein, bitte heil mich nach dem heftigen Kampf. Cool, das heißt, wir können nochmal unsere Party ein bisschen aufstocken, was nicht unbedingt schlecht ist, weil... The usual PC services are not available, von mir aus. Ich hoffe, wir müssen hier nichts durchspielen. Denn wir müssen... Wir müssen definitiv jetzt langsam rausfinden, welches Team wir genau mitnehmen müssen, weil wir müssen uns jetzt fast mehr oder weniger entscheiden wegen Leveln und so. Hallo. Ja, von mir aus. Was auch immer! Quatsch mich nicht voll! Was? An sonnigen Tagen kann man den fucking Vulkan sehen? Geh weg! Ich will das nicht. Kindle Road. Ich hab kein Platsch-Pokémon dabei. Ich guck mal eben auf die Karte. Wenn mir die Karte nicht zusagt, werde ich angeln für ein Pokémon. Obwohl wir brauchen kein Wasser-Pokémon eigentlich nicht. Ja, man kann hier hochgehen zu dem Vulkan, aber ich darf gerade nicht. Treasure Beach. Aha! I want to go to Treasure Beach! Ahoy there! Ich möchte gerne auf, Insel 2. Kann ich gar nicht zurück? Oder muss ich hier was questen? Bin ich gezwungen, das hier zu machen? Danger! Fischen and Surfen verboten. Okay. Achso, ich muss nicht heilen. Nein. Aber ich... PC geht nicht? Ja, genau. Da passiert im Moment nichts, weil der Server hier raus ist. Okay. Auch hier ist die Technik... Nicht nur zum Spaß. Er hat einen Stopp gestartet. Hey! Schön, dich zu sehen. Frisches Wasser und ein... Und Superbälle. Ja. Viel Glück. Zerschneider kann man da unten einsetzen. Boing, boing! Have you tried the jump game? The Mystery One! Vielen Dank für den Follow. Some go boing, others do boing. Skip and Chop, Joyful Game Corner. Achso, da muss ich glaube ich rein, ne? Noch mehr Spielhalle! Ja! Ich habe keine Frau gesehen, die so heißt. Nein, ich weiß nicht. Ihr habt eine Frau entführt und jetzt kriegt er sein Mittagessen nicht. Hallo! Was? Wir haben heute keine Spiele? Ich darf nicht zocken. Okay. Für Pilze kann ich den Attacken beibringen, die schon mal gelernt haben, verlernt haben oder anders wie gelernt haben. Cape Brink. Ah, Pokémon! Was kann ich hier fangen? Welches Level haben die? Ich kann Mauzi fangen.
Level 31. Ich kann keinen Mauzi fangen, weil Mauzi habe ich schon, aber macht nichts. Ich trete dich erstmal ins Gesicht. Erstmal den Inselbewohnern guten Tag sagen. So macht man das. Sehr schön. Killerhase bleibt mal schön vorne. Mit Level 31 haben wir nichts zu befürchten hier. Guten Tag. Dieses Nidoking. Nein, das ist... Okay, habe ich ein Pokémon, was ich... Was ist mit Piepsifli? Komm, das Piepsifli schlimm ich immer rum. Nein. Verdammt. Aber das, glaube ich, geht nur mit den Anfangs-Pokémon, was ich hier versuche. Aber das geht da nicht. Man kann nie genug Mautis haben. Ja, aber in einer Nutzlocke-Challenge darf ich nur eins fangen. Und immer nur das erste neue, also... Nein! Hab ich gesagt, aber auch schon. Ist auch schon rum. Hornattack. Gibt es überhaupt neue Pokémon, die ich fangen kann, ist die Frage. Mein fucking Name. Ja, das wird eine sehr schwere Entscheidung, das ist korrekt. Das weiß ich, aber es macht nichts. Schwere Entscheidungen kriegen wir schon hin. Au! Killerhase ist paralysiert! Nein! Killerhase ist wirklich paralysiert. Killerhase kann sich nicht bewegen. Komm schon! Dancing in the moonlight. Ordisch, komm schon! Wir kämpfen hier! Das war ja ein Mann! Oder ein Mädchen mit... Krallen! Killerhase ist immer noch paralysiert! Killerhase ist paralysiert, das kann ich nicht. Okay. Oddish setzt wieder Gesangsunterricht ein. Komm schon. Hyperstrahl. Wir jetzt alle Strecke reißen. Killerhase hat es endlich geschafft. Jata. Endlich. Also, Insel 2 haben wir auch bis jetzt nichts gefunden, was wir fangen können. Ich glaube, wir werden nichts auf diesen Inseln fangen. Und ihr habt mich von Anfang an angelogen. Ja, fang hier ruhig was. Yay, ich bin voll glücklich. Und dann so ein... Und ich so, warum? Und ihr so, deswegen. Und ich so, wie könnt ihr mir das antun? Und ihr so, darum. Entschuldigen Sie, ich müsste gerne nicht auf Insel 1... Entschuldigen Sie, ich möchte gerne auf Insel 3. Hin und her und zurück. Die fahren doch gerne Boot. Die wollen das doch. Wovon die Rowdies? Welches Level haben denn die Rowdies? Ich will nicht sterben gegen Rowdies. Entschuldigen Sie, sind Sie denn ein Rowdy? Hey, hey, lay! Fork over some spending money, nein. Hey! Ich rufe die Polizei. Ich glaube, das... Kanto Raider Federation. Vrum, 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 vrum. My bike's wimpy. So I have to make except. Mein Motorrad ist ziemlich scheiße, deswegen muss ich die Geräusche selber machen. Okay. Guten Tag. Hey, wie geht's? Was ich hier mache? Du suchst Gold. Damit du dir ein Haus in Kanto bauen kannst. Okay, hört sich clever an. Keine Fragen hier. Boah. Was ist denn los mit euch? Warum tyrannisiert ihr diese Stadt? Die hat doch nichts getan. Die ist doch einfach nur hier irgendwo auf so einer Kackinselgruppe, wo sonst niemand sitzt. Oh mein fucking Gott. Are you the boss? Go back to Kanto right now. Ha. I just go here, pal. Okay. Ja, von mir aus. Was auch immer. Ihr seid nur stark, wenn ihr in einer Gruppe kämpft. Oh Gott. Oh Gott, ich muss gegen die alle hintereinander kämpfen, oder? We will die forever! Oh, Level 37, holy fucking Schred.
Überschall! Fuck it! Töte es! Ich muss meine Stimme ein bisschen weiter runter machen, damit ich nicht ganz so krass übersteuere. Ich glaube, so ist besser. Entschuldigung. Oh nein! Ich muss mich wieder aufladen! Killerhase! Vollattacke! Sehr schön. So mag ich das. Boah, viel Erfahrung. Wir sind halb blind. Wir werden dagegen nicht kämpfen. Wir werden Annabelle reinschicken. Und Annabelle wird das mal eben mit Psychokinese erledigen. Ich denke, das ist ein guter Plan. War ein guter Plan. Hab ich doch gewusst, dass das ein guter Plan ist. So ein schnuckeliger Plan. Ja, wir müssen gegen alle nacheinander kämpfen. Wir werden das schon hinkriegen. Wenn die alle die ein... Hast du jetzt alle Arenen geschafft? Nein, es fehlt noch Giovanni. Ah, Arena 8 fehlt noch. Und dann noch die Pokémon hier. Oh, eine Attacke. Es fehlt das und die Pokémon-Liga. Und dann sind wir durch. Es ist ein Ziel, was zum Greifen nah ist. Und was ich dachte, dass wir nicht so nah, dem wir gar nicht so nah kommen. Aber anscheinend schon. Und von daher müssen wir jetzt unsere Stahlbacken aus Arsch zusammenkneifen und Dinge tun. Und über uns hinauswachsen. Und an unsere Pokémon, Moemon, glauben. An uns glauben. Das ist der Plan hier. Oh. Und ist da nur ein Pokémon? Next. Total uncool. Alter. Level 38. Hornattacke und ein Hyperstrahl. Sehr gut. Gift? Du kannst mich nicht vergiften. Ich bin das Gift. Hyperstrahl! Das Kamehameha der Pokémon-Attacken! Hyperstrahl wird mich irgendwann umbringen. Beste Attacke ever! Ah, jetzt kommt der Boss bestimmt. Ich hoffe, der wird ein bisschen herausfordernder. Oh mein Gott! Er hat keine Haare. 39! Smogmog! Killerhase! Hornattacke! Ich hoffe, du explodierst ihn und bringst jemanden um. Das ist ja böse. Er hat eine ganze Menge Verteidigungskraft. Und wir sehen nichts mehr. Und wir sehen noch weniger. Nachdem man nichts mehr sieht, sieht man wieder alles, oder? Ja, Killerhase weiß es. Wir bleiben mit Killerhase drauf, wir haben 100 Leben. Das sollte reichen, dass wir nicht unbedingt sterben. Oh Gott, wir sehen wieder wenig. Ist gar nichts. Macht nichts. Ja. Ich will nicht wechseln. Because of reasons. Ich will nicht, dass der mich... Ich will nicht, dass der irgendjemand meine Leute explodieren lässt. Deswegen bleiben wir mit Killerhase am Ball. Fuck! Den hätten wir gebrauchen können fürs Ende. Killerhase, Mann, komm schon!
Ich wusste das mit der Selbstzerstörung. Ja, Mann, Drecksangriff, du sagst es. Verdammt! Ja, verpisst euch bloß, ey. Schlechte Laune gerade. Mann, ah, grrrk. Grügel, grrrk. Mist dich. Ja, du musst nach hinten. Wiedersehen. Oh, Leute, geh du nach vorne, ich brauche Erfahrung. Oh, ja, wir brauchen nicht heilen gehen, es ist nichts anderes beschädigt worden. Ah, es funktioniert wieder. Perfekt. Es ist perfekt, weil jetzt können wir Killerhase beerdigen. Toll! Ja, Killerhase, was soll ich zu dir sagen? Hyperstrahl hat dich nicht umgebracht. Du warst ein toller Typ. I love you. Ja, du darfst mit einer noch kuscheln. Ist gut? Finde ich auch. Wen nehmen wir mit von unseren Drecksteppen? Ostpuppe wäre. Ich bin immer noch dafür, dass wir Elektro hochziehen. Mike! Vielen Dank für dein Follow. Ah, ja, Dinge passieren. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Hey, Lay! Mond. Vielen Dank. Dinge passieren. Das ist normal. Wir wussten, dass irgendwann diese Selbstzerstörung nochmal irgendwas wegreißen wird. Wir haben gesagt, Nostra haben wir ja schon wieder belebt. Aber ich werde Nostra trotzdem eigentlich nicht nutzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr seid trotzdem alle dagegen. Obwohl wir ihn wiederbelebt haben. Ja, also ich meine, wir können Elektro gebrauchen alleine für die Eisarena, weil die sind ja nicht nur Eis, die sind ja auch Wasser. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Sonst, also ich gebe euch jetzt mal die Auswahlmöglichkeiten. Also wir können Ostpuppe mitnehmen, wir können Rettern hochnehmen, weil uns jetzt irgendwie doch Gift fehlt. Oder wir können... Ja, weil uns auch Boden fehlt. Können wir Dicta mitnehmen oder wir können hier Letu mitnehmen. Das sind so diese vier. Ostpuppe, also 1, 2, 3, 4. Ostpuppe, Rettern. Also Ostpuppe, Celepan, Dalftebi oder Letu. 1 bis 4. Könnt ihr jetzt natürlich gerne abstimmen. Ich gehe so lange weiter, weil ich glaube, jetzt habe ich 5 Pokémon dabei. Ja. Ich weiß nicht, was wir gebrauchen können. Ich finde alles gleich schwierig gerade, aber Killerhase verlieren war blöd. Dankeschön, ja gerne. Ich habe dafür mein Pokémon. Full Restore, dankeschön, das brauche ich bestimmt. Naja, fantastic. Der Rest wird nicht fehlen, ja, das sehe ich fast auch so. Na oh Gott, sie ist im Bärenwald. Nur Bären, ja, wir nehmen aus Pokémon mitkommen. Ihr seid dafür, ich bin dafür. Wie gesagt, ich würde auch Nostra mitnehmen, aber irgendwie... Die Meinung war trotzdem so gespalten. Er lebt zwar, aber er ist trotzdem in so einer Art Delirium. Und ich will keinen Zorn auf mich lenken. Und ich sag mal, wenn ich ihn nicht benutze, dann habe ich mich sogar theoretisch an alle Arten und Formen der Regeln gehalten. Im Moment haben wir auch keinen Platz dafür. Und Feuer ist auch nicht so, dass wir Feuer jetzt bräuchten im Großen und Ganzen. Ostpuppe ist auch gut, weil wir ganz hinterher gegen Marco nochmal kämpfen müssen und Marco natürlich Turtok hat und da werden wir natürlich auch nochmal ein bisschen cool sein gegen. Aber was ich machen werde, ist, ich werde ich könnte Blizzard lernen. Ich könnte einmal lernen mit Ostpuppe Shockwave. Ich meine, warum nicht jetzt die harte Attacke da rein? Obwohl, auf der anderen Seite... Nee, nein. Wir machen das jetzt noch nicht. Moment, nein. Moment. Wir machen das jetzt noch nicht. Falls dann Ostpuppe bei irgendeinem Level-Schwachsinn drauf geht, dann verlieren wir jetzt die Attacke nicht. Ich will nichts vergessen! Lass mich in Ruhe! Ja. Okay. Felsgrab, Stahlflügel, alles meh. Alles mal los. Ostpuppe nach vorne. Komm zurück. Ja, Ostpuppe nach vorne, dann in den Bärenwald. I'm going to train my Dodo in the Berry Forest, ist mir egal. Ich bin pissig.
ein bisschen Ruhe. Ah, ihr habt vernünftige Ware. Davon habe ich 14 Stück. Davon habe ich keine mehr. Gebt mir Tränke. 20 Stück sollen reichen. Escape Rope habe ich. Revive kann ich vergessen. Full Heal kann ich nochmal mitnehmen. Repels kann ich auch nochmal mitnehmen. Habe ich zwar schon auf 6 von. Nehmen wir nochmal 4 mit. Komm. Kostet das gleiche. Ah, bin ich pissig. Scheiße. Ich hatte Killerhase eigentlich fest im neuen Team gesehen. Also ich hatte das fest als Top 4 Team gesehen. Jetzt wohl nicht mehr. Ja, was mit deinem Papa? Ist dein Papa cool oder was? Im Bärenwald sind Geister. I see how it is. Ich freue mich auf Geister. Ja, das ist schön. Ja, ich hoffe auch, dass die Biker nicht mehr da sind. Ich könnte mir auch das richtige Pokémon holen und mit dem Boot und so und dieses Team und das tun und das juckt mich am Kopf. Aber anscheinend das nein. Ja, F1 ist richtig. F1 ist genau das, was ich meine. It's useless. Vielleicht habe ich wirklich keine psychischen Kräfte, okay. Ich mag sie. Sie ist beautiful und cool. Ja, ich mag das, wenn die Frauen beautiful sind. Gerade wenn Schnipsen sind. Okay, ich darf hier Pokémon fangen. Auf geht's. Ich darf hier Pokémon fangen. Auf geht's. Hab ich schon. Level 29. Ah, Annabelle macht nur das. Ich könnte zwar Maulati, weil wegen Blitz, wegen Donnerpunch, aber. Okay. Ha! Da ist es wieder! Nein, das ist Level 32. Es ist stärker geworden in der Zeit. Hier nicht. Wehe, das macht wieder Wirbelwind, da bin ich richtig pissig. Crafty Cat Dragon! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Ich bin heute sehr laut, aber ich bin heute sehr. Also. Nacht, Miro! Danke, dass du dabei warst. 125 Erfahrungspunkte, wow. Okay, Leveln einstellen im Ungras. Es gibt hier Taubsies. Es gibt hier Taubsies. Crit? Nicht schlecht, Annabelle! Der Stream-Boss ist übrigens ungefähr auf Hälfte. Und der nächste hat wieder richtig heftig viel Leben. Also wenn ihr morgen den letzten Streamtag richtig ärgern wollt, dann... wir müssen Annabelle am besten heilen, bevor wir gegen die Zwillinge da kämpfen. Dann habt ihr wahrscheinlich gleich die beste Chance, euch den Platz als Streamboss zu sichern, wenn ihr wollt. Am letzten Tag des Monats. Bevor dann Reset ist und ihr wieder bei schnuckeligen 200 Punkten anfangen könnt, mich zu besiegen mit einem locker leichten Follow. Guten Tag! We will teach you what our favorite Pokémon is. Okay, wir werden dir beibringen, was für ein neues Pokémon. Was uns sagt. Was? Pokémon? Ich glaube, die mögen ganz gerne Kleinstein. Weiß ich doch. Sieht man direkt? Nein, ich möchte nicht kämpfen mit Ostpuppe. Dankeschön, trotzdem. Wir brauchen keine Lieblings-Pokémon. Dancing in the moonlight. Oh, Metro. Ja, mach mal. Aua! Es tut so weh. Bitte lassen Sie das. Diego! Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Rippi! Chris Cat! Oh,
Oh, ich liebe Aurora-Strahl. Das ist so eine tolle Attacke. Was ist das? Was ist das? Tötet das jemanden? Sterben wir jetzt? Ach so. Wir haben alle unsere Attacken verloren mit Annabelle, das ist egal. Ostpuppe erreicht Level 17. Das ist gut. Das ist keine Erfahrung drin gewesen. Ja, nix. Manche sagen, es ist kostenlos, andere sagen, es war umsonst. Jetzt Level? 32. Desu! Kommt los, Junge! Ich meine, wenn alle Stricke reißen, und ich meine, wenn wirklich alle Stricke reißen, werden wir mit Desu Toxin lernen. Wir werden die Leute anspucken mit Gift und einfach nur heil schlafen. Das war's. Ende. Ende gut, alles gut. Das ist mein Plan. Wenn alle Stricke reißen, machen wir das. Dann gimpen wir uns durch die Pokémon-Liga. Ich will diese Nutzlocke-Challenge gewinnen. Mayo! Warum bist du denn in so einer Eile? Oh, hallo, Beauty, ja? Aroma Lady Violet. Wo kommt denn dieses Aroma her? Was rieche ich denn da? Was rieche ich denn da mit meiner Schnipsenjägernase? Ja, das ist ein guter Plan, finde ich auch. Es ist not very effective, macht trotzdem ein bisschen Schaden. Shadow Punch ist jetzt nicht unsere beste Attacke mit Annabelle, aber... Ja, genau. Verstärk dich mal, das ist eine gute Idee. Da hast du ja viel von gehabt. Ivysaurus. Nun hat das, müssen wir schauen. Bei Moonhunters wurde ein DLC angekündigt, deswegen wollen wir noch ein bisschen warten, eventuell. Oh nein, Annabelle! Und mal schauen, was daraus kommt. Und ihr seht ja, der Sendeplan ist voll bis oben hin. Also ich kann nicht noch sagen, dass wir uns um 0 Uhr noch mal bis 2 Uhr spielen oder so. Gerade die nächsten Tage wird sehr viel los sein im Stream. Ich könnte mir das aber mal vorstellen, dass wir das jetzt machen, wenn... Wir machen das höchstwahrscheinlich... Nächstes Wochenende, wenn wir uns entscheiden, entweder vielleicht White Day nicht weiter zu spielen, haben wir da ein bisschen Zeit, wo wir mal eine Folge Moonhunter reinquetschen können. Annabelle möchte Schattenball lernen. Das ist doch schon besser als Schattenpunch, oder? May also lower the foe's special defense. Ja, weg mit Schattenpunch. Trifft zwar immer, boah, 80 Damage. Aber wenn es jetzt eine Spezialattacke Geist ist, dann haben wir natürlich jetzt gewonnen. Dann haben wir jetzt richtig gewonnen mit Shadow Ball. Aber richtig gewonnen. Wir gucken mal. Naja, nächstes Wochenende wird schwer, aber das ist doch auch okay. Obwohl, sagt das nicht. Ich kann meinen Controller mitnehmen. Geist ist hier immer physisch. Das ist ja doof. Ja, weil Geister so einen heftig berühren können. Das ist doch Quatsch. Guck mal. Ich glaub dir das, aber ich will mich davon überzeugen. Das ist merkwürdig. Achso, hier steht noch gar nicht, ob das... Aber ich meine... Warum sollte ein physischer Schlag die Spezialverteidigung des Gegners wecken? Das scheint mir irgendwie nicht legit zu sein. Das liegt an der Leitung, naja. Das ist auch wieder wahr. Vielleicht werde ich mir in der neuen Wohnung eine noch heftigere Leitung zulegen. Einfach nur, weil ich kann. Mhm.
Ah, naja, das macht natürlich Sinn. Er ist definitiv ein physischer Typ, Valve. Ich weiß nicht. Der ist so körperbezogen, der Geist. Ja, glaube ich. Naja. Müssen die alle selber wissen. Ein Enton habe ich schon. Ah, ich habe das Gefühl, mit Ostpuppe kommen wir hier ganz gut weiter. Desu, mach du das! Ich brauche noch ein bisschen Erfahrungspunkte in dir. Wasserleitung? Ja, eine bessere Internetleitung, muss ich besorgen. Entschuldigung. Bessere Wasserleitung hoffe ich auch. Stopp los! Da habe ich richtig Bock drauf. Ich meine, meine Leitung ist okay. Aber. Kommt los! Wie gibt's so ein Enton? Ja, Leveln einstellen. Leveln im Gras einstellen auf dieser Insel. Jetzt ist nichts wert. Ist nichts wert. Oh, jetzt zurück. Das könnte ein bisschen was wert sein. Annabelle soll das machen. Das könnte ein bisschen was wert sein. Weil das eine Weiterentwicklung ist. Solange wie wir. Ja, es hilft nicht. Hör auf, das nochmal zu versuchen. Solange wir ja jetzt nicht vom Wirbelwind weggepustet werden. Perfekt. Perfekt! Ostpuppe Level 18. Yes! Es ist sehr. Ostpuppe ist super schnell. 42 Speed. Das ist nicht wenig. Yo, Kiddo, alles klar bei dir? Yay, yay, Pokémon! Nein, Moemon! Alexis, jetzt starren du ein! So wollte ich das genau sagen, starren du! Wie ist Level? Level 34. Piepsi Flieb, du kriegst ja schon hin. Hoffe ich. Ja, das geht schon. Piepsi Flieb! Konfusion! Nicht kleiner werden, komm schon! Ich will dich, du willst mich! Ich mach auch mal ein bisschen Psystrahl, meinetwegen macht mehr Schaden. Naja. Komm, wie sie nehmen, jetzt treffen. Sehr gut. Warum gibt das so viel Erfahrung? Wow, fast 400 ist hier gar nicht mehr so schlecht. Ostpuppe, du brauchst die Erfahrung. Und wenn wir Ostpuppe auf Level 40 kriegen würden, plus, das wäre schon mal ganz nice. Aber ich rechne nicht damit. Irgendwie. Entweder geht's vorher drauf oder ich weiß nicht, wo ich leveln soll. Weil klar, ich kann irgendwo natürlich mit dem Versus-Ding Trainer bekämpfen. Wo ich weiß, dass die starke Pokémon haben und vielleicht harmlose Pokémon. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Irgendwas, das nicht explodiert zum Beispiel. Kann ich das auch in Arenen machen? Ich würde das gerne in Pyros Arena machen. Ein Krabi? Wir haben noch nie einen Krabi gesehen. Yay, neues Pokémon Hype! Neues Moemon. Wie sieht's aus? Komm schon. Okay. Kennt ihr das? Wenn ihr wünscht, etwas nicht gesehen zu haben. Oh mein Gott. Du kannst Giratina? Geh weg! Bist du verrückt? Ostpuppe erreicht Level 19. Verpiss dich mit den Viechern! Tut mir leid, dass meine Ausdrucksweise wird hart, aber Giratina? Nein, danke! Nein, danke! Oh nein, danke! Keine One-Punch-Ko-Attacken, wenn's geht! Das ist nicht okay! Ich habe Angst!
Ich weiß, dass Giovanni auch so ein Arsch ist. Noch so ein Kind. Hast du auch einen Krabi, wenn das Guillotine kann? In welchem Video? Poliwag! Das ist kein Problem. Ein Polly sollte mir nichts tun, oder? Ein Polly sollte mir nichts tun, oder? Annabelle, mach du das. Ich weiß gar nicht, ob Annabelle überhaupt von Guillotine getroffen werden kann. So am Rande. Und ich weiß nicht, was ihr mal gegen... Sexy Ustra. Was ihr gegen Sexy Ustra habt. Ich meine, auf der anderen Seite, wer Sexy Ustra überlebt, bleibt. Das ist so. Alle, die es nicht bleiben, alle, die es nicht können, bleiben halt nicht. Ostpuppe! Es ist so ein bisschen Kampf, das Pokémon, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin? Wir sind männlich. Ostpuppe, Annabelle, 400 irgendwas Punkte. Nice. Oh, wir bleiben nochmal auf Ostpuppe und bleiben hier, versuchen hier weiter Erfahrung zu kratzen. Für sie Level 20 hört sich gut an. Ich weiß nicht, wann man sich entwickeln kann als Ball zu Ball 2. Danke, Matt. Oh nein, es regnet! Nein, die Frisur von Annabelle wird völlig unbrauchbar! Du Schuft! Okay. Ostpuppe Level 20. Die Werte sind alle scheiße. Das ist es. Wah, 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 wah! Eben. Gleich wieder vor das Video setzen und dann nochmal runterspringen und dann nochmal vor das Video setzen. Schocktherapie nennt man das. Bist du eine Aroma-Lady? Ja, da bist du einfach nur zum Quatschen hier. Nee. Stimmt, die Pyramide hat keine Fenster. Ein Knuffenser. Knuffig. Annabelle, mach du das. Was ist da hier? In der Folterkammer haben wir ein Fenster, glaube ich. Da war mal früher ein Fenster. Haben wir zugemauert. Die Gefangenen fühlten sich ohne Fenster wohler in der Folterkammer. Die haben darum gebeten. Hummerkasten haben die reingeworfen. Ja, wir hatten mal damals. Wie gesagt, wir hatten damals mal ein Fenster. Aber die Leute in der Folterkammer haben sich einfach beschwert, dass es irgendwie nicht so das richtige Dungeon-Feeling gibt, wenn man immer draußen die Sonne in der Wüste reinscheinen sieht. Von daher haben wir es zugemacht. Ich hätte zu der Kummerkasten-Idee in der Folterkammer echt Nein sagen sollen, aber... Kannst nichts machen. Hier Werbung für Discord ein. Ja, kommt auf den Discord-Server, dann wisst ihr wenigstens, worum es in der Folterkammer geht. So, Moment mal eben. Kann hier übrigens Random Marco auftreten? Wenn hier irgendwo Random Marco erscheint, I'm fucked. Aber es ist nicht so schlimm. Damit rechne ich jede Sekunde, dass mich irgendwas überwältigt. Aber trotzdem. Berry Forest. Okay, von mir aus. Ich meine, ich darf hier immer noch ein Pokémon fangen. Das ist immer noch Insel 3. Oh, bitte kein Zerschneider. Von allen Dingen, die ich liebe. Was gibt's denn hier so für Pokémon? Nee. Das haben wir schon.
Ich wünschte, ich hab doch ein Feuer-Pokémon dabei. Ist so. Keine Fenster. Nein, Stachelspore. Warum? Warum war Stachelspore? Mach doch was anderes. Hallo. Hipsifli. Konfusion. Super effektiv, ja! Auf mit dem Gift! Na, da kommt doch die Discord-Werbung. Danke, Robo-Ostra, bist der Beste. Hallöchen! Boah, wenn hier irgendwo Random Marco erscheint, ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Piepsifli ein bisschen heilen und dann Piepsifli eventuell ein bisschen von ihrem Gekreuzel da verschonen. Zup. Schon besser. Hallöchen! Was gibt's denn hier für Pokémon eigentlich? Haben wir schon! Haben wir verloren! Onyltein! Onyltein, ich denke an dich! Ich vermisse dich, Onyltein! Marco muss dein Gericht dabei haben. Nein! Ich schlafe. Schlafen ist gesund. Schlafen macht Spaß. Definitiv! Für den! Steve! S! Was soll man? Schon besser. Ostpuppe ist Trying to Learn Spark. Möchtest du das lernen? Ja. Was möchtest du verlernen? Alles andere. War ja nur eine Idee. So. Die geben auch richtig gute Erfahrungspunkte. Nicht so schlimm, also. Okay, ich kann dahin für Random Loot. Okay, war das zuerst? Loot! Wieder hochlaufen. Komm schon, gibt's irgendwas anderes in dem Wald? Irgendwas mit Spiel, Spannung und Schokolade! Yay! Gnorris, willkommen in der Reihe der Grabwächter. Genug ist genug! Ich brauche Schokolade als Motivationshilfe, um hier durchzusteigen. Nom, nom. Ah. Schlafen ist gesund. Au. Piepsifli! Irgendwann wirst du nicht mehr schlafen. Zum Beispiel jetzt! Töte ihn! Es! Sie! So. Vielleicht finden wir ja wirklich noch was, was wir fangen können. Ich bin zwar... Haben wir leider, weil wir haben einen Blutdruck. Aber es ist Level 37 und es ist hart, es ist heftig drauf. Ich find's cool. Nur Matt Hardy Hund ist die Mate. Wie schreibt man so? Feuer/Me eingeben. Dann kann man Emotes. Dann macht man Emotes. Wie bei fast jedem RPG. Die letzte Psychokinese für Venomoth. Die muss viel Erfahrung. Das muss Erfahrungspunkte gerade geben. Okay, Annabelle hat keine Attacken mehr in der Psychokinese drin. Das will ich einmal ändern, weil ich habe Angst, dass wirklich Random Marco kommt oder so.
Der Bärenwald ist ein ganz schöner... Das ist ganz schön verwinkelte Scheiße, oder? Ganz schön voll das Labyrinth. Ein Drowsy. Ich darf ein Traumato fangen! Ja, irgendwie stimmt das schon. Irgendwie stimmt das schon. Ich glaube, ich sollte den Sound wieder ändern. Beim nächsten Mal. Ah, kopflos! Selber kopflos! Aua. Oh! Bist du ganz locker mit der Kopfnuss. Ihr kennt den Drill, wir brauchen gleich ein paar Buchstaben. Also rollt mit dem Kopf fleißig über die Tastatur, jetzt zählt's. Nickname, yes. Cool. Ich fange mit J an und dann gucke ich mal, was ihr macht. Wir haben, glaube ich, noch nichts mit J. Was? Das ist nicht mal wörtlich gemeint, aber von mir aus, eine 2 ist auch dabei, sehr schön. Junsu ist schon geil. Junjusa. Das ist gut. Das ist gut. Junjusa. Völlig in Ordnung. Houdini ist auch schön, ja. Junjusa, willkommen. Willkommen in der Todeskolonie. Eilei. Ey, hier gibt's Vögel im Wald. Junsuke wäre auch gut gewesen, ja. Too late. Eure Buchstaben sind gefallen. Die Ideen sind in mir aufgenommen worden und das ist dabei rausgekommen. Lebt da. Oh boy. Moment, Level 37. Da hätte ich besser nachdenken müssen. Ein bisschen zumindest. Boah, der Bärenwald zackt mich an. Ich hasse den. Will hier nicht sein. Ist gefährlich. Ostpuppe ist schon Level 21. Trotzdem. Das ist gut. Das ist gut. Ich wünschte, Maulati wäre ein bisschen heftiger. Dann können wir mit Feuerpunch! Können wir richtig abgehen. Und ihr sitzt beide in der Folterkammer. Ist einfach so. Die Pyramide war noch nie so sauber. So. Die ist hier lang? Hier längs? Da lang? Beware of wild berry laughing Pokémon! Das ist eine Warnung. Eine Warnung vor bärenliebenden Pokémon. Ich wüsste, was das bedeutet. Hallo, Little One. Ein scary Pokémon ist aus dem... Was? Das ist mir doch scheißegal. Oh, ein Hypno. Ach ja, hier kommt es übrigens her, dass Hypno Kinder im Wald entführen. Puppili! Das ist nicht ausgedacht. Oh, Sayo! Mach den weg. Das ist Level 30. Komm schon! Du kannst nicht auf die Bestrafung warten, wenn du aufhörst. Das ist so. Okay, ich hör auf, bestraf mich. Volltreffer! Ja, der erste Volltreffer auf unserer Seite heute Abend. Nicht schlecht. Ostpuppe Level 22. 51 Speed. Oh. Hilfe! Ist unterwegs! Sieht's aus. Ich will keine Bären haben! Ich will hier weg!
Können wir jetzt endlich was zocken? Es ist ein Folterkammer, keine SM-Kammer. Es ist wirklich so, oder? Okay, ich mach, was du mir sagst. Straf mich jetzt bitte. Moment, was? Ding, ding, diddle, ding. Yay! Ich bin im Moment mit Ostpuppes Entwicklung nicht so richtig zufrieden, weil wegen zu wenig Dinge passieren. Aber das macht nix. Wir gucken mal eben, wir haben einen Hypno gefunden. Da. Junsusa. Mal gucken, was du so hast. Du bist so meh. Du kannst nicht schlafen. Ist auch okay. Und du kannst Giftgas. Und du kannst meditieren. Und du kannst Psychokinese? Wow. Fuck. Und du hast eine hohe Spezialverteidigung. Aber Spezialverteidigung muy grande. Doppelt so viel wie der Rest. Und normale Attack. Was soll das? Was bist du denn für ein komisches Psycho-Pokémon? Jetzt aber. Hallo? Ich wollte noch was anderes von dir. Bla 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 bla. Ja. Okay. Endlich geht's hier weiter. Wow, ich habe einen Mondstein gekriegt. Toll. Wir werden bald mit den Spielen anfangen. Ja, okay, von mir aus. Können wir jetzt bitte wieder auf Insel 1? Können wir bitte hier raus? Ich habe andere Dinge zu tun. Wo willst du hin, Insel 1? Und dann wieder zurück zu Bill, denke ich. Und Bill sagt mir dann, hey, du darfst jetzt endlich hier weg. Aber ich glaube, man kommt hier mit Fliegen weg. Das ist ja der Plan. Bill, was geht? Oh, Poxtra. Warum hast es so lange gedauert? Es sind Dinge passiert, sind Leute gestorben. Ich will nicht darüber reden, ich bin pissig. Achso, wir gehen jetzt schon von der Insel. Nice. Cool. Das war ein kleiner Trip. Ja, hat mir sehr gefallen. Mhm. Okay. Kein Problem. Ich mag dich auch. Ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist. Das ist eine Insel. Völlig egal. Was noch? Wir sind damit durch. Wir werden jetzt Desu gegen... gegen Surfer austauschen. Ne, wir werden dich austauschen. Das ist besser. Deswegen können wir noch Erfahrungspunkte gebrauchen. So ist ganz gut. Und Ostpuppe kann sich jetzt hier noch mal ein bisschen zurück auf dem Weg nach Alabastia ein bisschen Erfahrung verdienen. Dani, schön dich zu sehen. Dankeschön für den Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Guten Tag. Guten Tag. Wollen wir nicht ein bisschen über den Türen sprechen? Über den dunklen Türen. Desu kriegt das hin. Desu macht Kopfnuss. Desu macht Kopfnuss gut. Der Boss hat nochmal fällt. Dinge passieren. I don't know. Wie schon gesagt, Desu Kopfnuss. Wenn wir treffen würden, ist natürlich Grundvoraussetzung für das, was wir vorhaben. Und Desu hat auch so viel Leben. Normalerweise sollten wir sie schon mitnehmen in die Pokémon-Liga. Aber deswegen. War Turtle ist geil. Ostpuppe go. Ein Shillock. Schick, schick. Annabelle, mach du das. Geht schon. Es gibt auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte. Sehe ich jetzt schon. Oh, Annabelle wird auch hoffentlich dann leveln. Shadow Ball.
das ist wirklich eine physische Attacke. Wenn das eine Spezialattacke gewesen wäre, hätte sie damit bestimmt den Gegner auseinandergerissen. Gehe ich mal schwer von aus. 505 und auf 505 für Anna. Reicht nicht, Mist. Hier weiter abgeht. Ostpuppe! Du brauchst jedes Pünktchen Erfahrungspünktchen, was wir kriegen können. Ich glaube, ich setze nochmal. Ah, der darf nicht drauf gehen. Jonette! Vielen Dank! Was ist pro Person? Viel Erfahrungspunkte. Tentacool. Die ist wirklich leicht. Abziehen wird kritisch, Junge. Ah, Ostpuppe erreicht gleich wieder ein Level up. Sehr schön. Wir können weiter mit Annabelle kämpfen, denn irgendwo ist da Gift drin in diesem Tentacher und wir werden das mit Psychokinese rauslocken. Nein, du kannst mich nicht angreifen. Level 23, Seedra. Cool. Ostpuppe nochmal. Jedes Pünktchen Erfahrungspunkt in Ostpuppe wird uns hier weiterbringen, habe ich das Gefühl. Und ich wünschte, wir hätten Maulati vernünftig trainiert, damit wir richtig heftig mit Thunder Punch durchstarten könnten, haben wir aber nicht. Obwohl, die sind nur Level 32, normalerweise könnte man zurückgehen, Maulati holen für die Wasser-Pokémon und versuchen mit Donnerschlag durchzustarten. Bin ich so der Meinung, dass das funktioniert. Könnten wir fast machen. Wobei ich mich frage, ob wir Maulati auf die Dauer behalten werden im Kader. Ich meine, es ist relativ schon stark mit Level 30. Starmie, nice. Oh, es ist so süß. Haben wir überhaupt schon mal ein Starmie gesehen? 37. Boah, das sieht toll aus. Sayo ist verwirrt, denke ich. Ja. Weiß es! Super effektiv. Ja, mach mal Recover. Das ist eine gute Idee. Finde ich auch, dass du das machen solltest. Sayo ist nicht mehr verwirrt. Sayo beißt weiter in den Feind. Sehr gut. Oh, ein Angler. Ob der einen Carpador hat? Ich hoffe, er hat einen Carpador. Und zur Sicherheit mache ich Überschränke. Ich meine, wir haben mehr als genug Geld. Wir müssen uns hier nicht zurückhalten mit Tränken. Wolltest du nicht mit mir kämpfen, als ich vor dir stehe? Nein? Muss ich auf deiner Drecksinsel landen? Level 33. Ah, fast kriegen wir es hin. Desto mach du das, Kopfnuss des Todes! Dessu, komm schon! Du wirst nicht klein gekriegt von so einem Fisch! Im wahrsten Sinne des Wortes. 600 Erfahrung, 24 Ausbrüche, nice. Immer noch schlechte Werte.
Ich bin nicht zufrieden. Der Zug bleibt. Kopflos auf Goldini. Oh, schönes Ding. Knapp schön. Zwar langsam, aber beständig. Desto hier mit viel Leben und viel Spaß. Ah, ein bisschen was abgekriegt. Passiert. Passiert, sagt man auch nicht. 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 Noch einer! Das ist so ein Typ! Hallo! Hey! Scheu ich nicht die Fische auf! Warum nicht? Du angelst sowieso nichts, mein Freund! Du angelst sowieso nichts! Level 31. Ich hab schon fast das Gefühl, wir können langsam! Gib sie fliehen, mach du das! Eisiges Bier! Ah! A critical hit! Das ist super effektiv! Wirklich? Das ist super effektiv? Okay. Psycho! Chinesenstrahl! Go! Das wollte ich sagen. Kein Versprecher. Bestimmt nicht. Ah, wir könnten. Cloyster! Wir können versuchen, Pipsifi hochzuleveln. Wenn er uns jetzt nicht. Wenn er uns jetzt nicht böse damaged. Deswegen mach du das, komm. Kein Risiko mit Pipsifi eingehen. Wir dürfen unsere Ikone nicht verlieren. Kopfnuss! Nichts gefangen, komisch. So, wir haben. Desu hat wieder ein bisschen Schaden gefressen. Ich noch 50. Viel. Aber hat auch viel Leben. Kein Grund zur Sorge. Können wir ein offenerer Teil mit einem Schwimmer. Yay! Ich meine, wir sind jetzt einmal um die ganze Welt rum, von Kanto zumindest. Einmal um die ganze Kanto-Region. Ich bin kurz davor, mit Ostpuppe zu kämpfen. Kurz davor, mit 60 Leben ist es immer noch ein Risiko. Muss ich einfach dazu sagen. Wieder eine Anzeige. Hupili. Tentacruel. Auch da ist irgendwo Gift drin. Ostpuppe, fast Level 25. Komm schon. Sieht immer noch cool aus, oder? Tentacruel. Es zeigt zu viel Bein. Ich mag es, wenn es viel Bein zeigt. Schnipse, zeig, was du kannst. Psychokinese, Annabelle. Puppe Level 25. Mir gefallen immer noch die Werte nicht. Ich sag's wie es ist. Es könnte auch langsam mal leveln. Also entwickeln, aber. Vielleicht geht's ja nur mir so. Oh. Wieder ein Pärchen. Hallo. Meine Schwester kriegt nicht genug. Training. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Sehr clever von dir, mein Boy. Sehr clever von dir. Oh, fuck. Oh, fuck. Ihr habt heftige... Okay, Mau. Ah, Junge, du raus. Annabelle, Psychokinese.
Ist so. Recover? Ist niemand mehr da. Ist niemand mehr da zum Recovern. Sorry! Komm schon. Du kannst nicht beide verwirren. Aber du kannst Annabelle verwirren, offensichtlich. Quick Attack! Du müsst uns das nicht bieten lassen! Volltreffer! Yes! Ah, ihr habt zusammen verloren, so ist es. Ein Angler! Tentara! Level 10! Ostpuppe! Zeig, was du kannst! Ich meine, wir wissen, was Ostpuppe kann. Komm, komm, er hat Magneton besiegt. Sie hat Magneton besiegt, was way overleveled war. Wir wissen, was sie kann. Wir wissen, was sie kann. Wow, 4 Stück von den Viechern. Ah, it's tempting. Level 28? Fuck it. Ostpuppe! Oh, ja. Okay, mach du mal deine Wasserscheiße. Wir machen erstmal weiter Spark. Ich hoffe, wir kriegen das mal rum alleine. Oh! Oh! Oh, I see now. Okay, Rückzug! Annabelle, mach du das. Muss nicht sein. Falls wir nicht treffen, möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, dass Ostpuppe drauf geht. Schon wieder! Volltreffer! Was? Na, wir lassen Ostpuppe mal auf der Reservebank wegen dem wenigen Leben. Das machen wir gleich nochmal. Und überlegen uns, was wir mit Goldini jetzt noch machen können. Ach, das ist jetzt auch Level 28. Con! Fusion! Natürlich, was denn sonst? Oh, Hälfte Leben weg. Sehr gut. Nice. Nice für du. 38. Gipsy Flea. Endlich über 100 Leben. Endlich über 100 Leben. Derselbe Soundeffekt in alle Richtungen. Annabelle, mach du das. Das Con muss weniger betont werden. Okay. Schaffe ich doch nicht. Ich will jedem Teil des Worts genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie dem davor und dem danach. Deswegen machst du das. Versuchst du zumindest. Kopf los! Deswegen ist verwirrt. Deswegen setzt trotzdem Kopf los ein! Oh. Einmal kann man noch. Deswegen! Verwirrt. Desu setzt Kopfnuss an. Perfekt. 1020 auf Auto. Der. Und Deng. Deng. Sagt er. Wir gehen durch eine ganze Menge Hypertränke, aber das macht nichts. Wann entwickelt sich Ostpuppe? 28? 32? Ich hab das Gefühl, es ist eine 28er Entwicklung, aber I don't fucking know. Ich weiß das nicht. Wäre es mal für eine Psychokinese. Nein! Ja, er hat
Magni-Cup. Wiedersehen! Carpador! 115 Erfahrungspunkte, yeah, damn! Noch ein Magni-Carp! Töte es, Ostpuppe! Töte es! Töte sie alle! Töte sie alle! Du kannst es! Der hat bestimmt noch einen Garados. Ich hab jetzt schon Angst davor. Ich wusste, dass wir so einen Trainer haben. Magni-Carp. Ja, das ist einfach ein Carpador. Zu sehen an der super vielen Erfahrung, die wir kriegen. Und an dem kleinen Krönchen. Piep, 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 piep. Ja. Ja, dieser Trainer ist Müll. Ihr habt ganz recht. Er setzt noch ein Magni-Carp ein. Was ist denn der? Der Trainer. Weiß nicht, wo der das her hat. Das mit Wasser. Nein, er hat einfach 6 von den Viechern. Wow, der unglücklichste Trainer auf diesem ganzen Planeten. Da kann ich dir auch nichts dazu sagen. Ah, das war's. Wir sind einmal um die Welt! Yeah! Geil! Ich dachte nicht, dass wir so weit kommen bei der Nutzlocke. Wow, wir wurden noch nicht besiegt! Hallo, Professor Eichel! Schön, dich zu sehen. Okay, von mir aus. Noch ein Münzamulett gekriegt, weil ich so arm aussehe. Level 3 Ratzfatz, Ostpuppe! Ich weiß, dass du das kannst. Tackle! Keine Gefangenen! Welcher von euch gerade ausgelaufen hätte ich keinen Kampf gekriegt? Ich war doof. Ich war Dämmel. Ich war ein bisschen dämmelig. Oh ja. Ich charge jetzt erstmal schön die Power und jetzt mache ich schön richtig heftigen Spark. Boom. Das war nötig. Um meine Überlegenheit zu demonstrieren. Ich will gar nicht da oben in die Arena, weil ich auch gar nicht genau weiß, was die für Pokémon haben. Ich glaube, Erde, Stein, irgendwie sowas. Oder einfach nur normale Pokémon. Ich werde jetzt aber mal einen Arena-Kampf machen. Vorher packe ich aber Asuna wieder auf die Bank. Und werde wahrscheinlich wieder Maulati mitnehmen. Denke ich. Genau. So. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie die Arena so läuft. Wir werden vielleicht noch vorher ein bisschen trainieren müssen. Aus Gründen. Because of reasons. Wegen Rosinen. Und... schauen. Ground-Type-Pokémon. Sayo, dein Typ ist hier gefragt. Hallo! Okay, ich glaube, ich kann auch nur in eine Richtung. Ich glaube, ich kann nicht mehr raus, oder? Da werden wir merken. Arbok!
Arbok ist nicht Typ Erde. Arbok ist Typ Schlange. Das weiß ich doch. Annabelle, mach du das! Welches Level haben die? 39. Ab. Jada, jada. Alles gut. Dann wird er wahrscheinlich Level 50er Pokémon haben. Das ist genau das, was ich denke. Das werden wir mal überleben. Irgendwie, denke ich. Vielleicht, maybe. Oh, die Erfahrungspunkte liegen auf der Straße. Tauros setzt ein. Tauros ist auch nicht unbedingt ein Erdtyp-Pokémon. Hey, Cowgirl. What are you looking for? Huh? Are you looking for some fun? Can I help you with that? Gustavo! Schön, dich zu sehen. Scary Face. Tauros sieht cool aus. Yeehaw! Swagger? Hey! Wird nicht geswaggert. Mein Angriffskraft steigt stark. Aber ich bin auch verwirrt. Das ist nicht okay. Na, ich hab Angst vor Tauros übrigens. An dieser Stelle. Scary Face! Ich hoffe, es kann keine Attacken. Komm schon, Sayo! Okay, das macht keinen Damage, das ist gut. Komm schon, Sayo! The fuck? Eine Attacke? Safety-Wechsel! Annabelle, go! Psychokinese, ich hab keine Ahnung. Taurus ist heftig. Tauros ist heftig, aber nur weil wir nicht getroffen haben. Weil wir uns so hart selbst verletzen. Aber das macht Spaß, das ist nötig gewesen. Aber es hat 1500 Erfahrungspunkte gegeben alleine. Okay, ich dachte es gibt Bodentyp-Pokémon in dieser Bodentyp-Pokémon-Arena, aber... Das ist nur ein Gerücht. Es gibt Pokémon in dieser Arena, hätte man sagen können. Oh, Kampf-Pokémon? Oh, fuck yeah. Man. Ja, Karate ist die ultimative Form der Martial Arts. Wenn du das sagst. 43. Mami. Annabelle. Lächerlich. Okay, Level 43 ist trotzdem heftig. Wir müssen aufpassen. Ostpuppe möchte Selbstzerstörung lernen! Nein! Was, eine Frage? Der sieht aus, als ob der Psycho-Pokémon trainiert. Könnte auch ein Ass-Trainer sein. Wisst ihr was? Für heute habe ich genug Pokémon. Ich sag's wie es ist. Wir werden vielleicht beim nächsten Mal vorher noch ein bisschen Level gehen, bevor wir hier weitermachen, weil die alle Level 40 anfangen sind. Wir sind nicht Level 40 anfangen mit den meisten. Zumindest wenn ich mir meine Gruppe angucke, sind wir eher Anfang 40 mit 38, 32, 31. Die müssen wir noch hochziehen. Ostpuppe selber auch. Ist gut rangekommen. Und dann werden wir hier die Arena rocken. Also ein bisschen grinden müssen wohl in der nächsten Folge. Und ich würde sagen,
Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr das Ganze weiter unterstützen möchtet, dann lasst doch einen Daumen bei YouTube da, teilt das Ganze oder schaut mal auf der Website oder im Shop. Würde mich natürlich freuen. Sonst bald ist Weihnachten. Nutzt doch den Amazon Raffling, um eventuell Geschenke zu kaufen. Das unterstützt nicht nur mich, sondern ihr macht damit bestimmt auch jemanden eine Freude. Also bis zum nächsten Mal. Ciao an dieser Stelle. Hallo. Na ihr, schön euch zu sehen. Mein Name ist Overlay. Gefällt